Sportklassen, Ihr Sport-2000-Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Das zweite Jahr in Folge gilt an Silvester: keine Böller, keine Raketen. Wir haben uns in der Fußgängerzone mal umgehört, was die Leute so dazu sagen. Das ist doof. Warum? Warum? Weil ich gerne mal wieder ein bisschen feiern möchte, auch mal knallern möchte für die Kinder. Also ich finde das okay, ich kann auch ganz gut ohne Böllerei leben. Und das heißt ja, dass man die Altbestände noch aufbrauchen darf. Das kann ja jeder auch gerne machen, aber ich bin eh jemand, der kaum Böllerei kauft. Tja, was soll man dazu sagen? Eigentlich ist es ja Tradition. Ja, aber ich sag mal so, in den Städten würde ich das einsehen, aber draußen auf dem Land, würde ich mal sagen, wird es keinen stürmen. Ich finde Böllern an Silvester super. Warum denn? Weil mir das Spaß macht und weil ich das toll finde, weil es für mich dazugehört. Lärm ist nicht gut und die Gefahren sind ja auch eindeutig und sehr bekannt. Welche, wenn wir jetzt zum Beispiel über den optischen Aspekt reden, welches Feuerwerk werden Sie vermissen? Ach, schon so ein bisschen die Farben am Himmel, aber hier bei dem Nebel wäre es ja auch nicht zu sehen, von daher viel rausgeschmissenes Geld. Optisch, das Bunte am Himmel. Ich würde ein Großfeuerwerk, also ein Sammelfeuerwerk sozusagen begrüßen, wenn das professionell schön gemacht wird. Wenn alle sammeln ein bisschen und ein großes Feuerwerk bezahlen würden draußen, auf dem großen Platz irgendwo. Platz. Weit weg. Wo es niemanden stört.